Hallo Freunde, herzlich willkommen zum Mass Effect 3. So, nach wie vor auf der Citadel. Und jo, wir sind auf der Suche nach dem Volus-Botschafter. Nehmen wir an, er ist. Sie müssen also unterstützt werden. Okay, er könnte auch drüben sein. Verdammt, falsche Tür. Er braucht sie lebend, um Cerberus aufzuhalten. Cerberus hat es auf eine Torianische Kolonie abgesehen. Cerberus aufzuhalten? Wenn ich sterbe, kriegen Sie sie. Sagen Sie meinen Namen. Shepard untersucht die Sache. Ich habe ihn erst kürzlich kennengelernt. Wie kürzlich? Ziemlich. Scheiße. Also gut, ich höre jetzt zu. Said. Lange her, Said. Shepard. Zum Glück habe ich mich nicht wegen einer Ahnung zum Affen gemacht. Undisziplinierte Mistkerle. Das hat man von einer Verpflichtung in letzter Minute. Wo ist Korlak? Ich bin hier, Commander. Ich... Ohne sie wäre ich gestorben. Nur weil die Torianer dachten, ich wäre noch bei Cerberus. Haben die Söldner sie verletzt? Mir geht's gut. Ich sollte bis zum Eintreffen des Lösegelds am Leben bleiben. Es war unwichtig, was ich zu sagen hatte. Sie erwähnten in Ihrer Nachricht eine Kolonie. Es geht um die Verteidigung eines torianischen Planeten. Sie greifen bald an. Aber wenn ich Ihnen den Planeten nenne, weiß Cerberus, dass ich ein Verräter bin. Sie haben längst Ihr eigenes Volk verraten. Wir haben Ihr Leben gerettet. Los, wie heißt der Planet? Ich biete einen Handel an. Natürlich. Die Volus-Bomberflotte. Taktisch gesehen ist das mehr wert als eine Kolonie. Oder Sie geben uns beides. Sie können die Torianer vor dem Angriff warnen, Commander. Das müsste reichen, damit kein Verdacht aufkommt. Sie wollten schon mal das Richtige tun, haben dabei aber den falschen Leuten vertraut. Das ist Ihre Chance zur Wiedergutmachung. Sie geben uns die Unterstützung der Volus und helfen uns, Cerberus zur Rechenschaft zu ziehen. Ich kann nicht. Oh doch. Es ist Zeitverschwendung, an das Gute in einem Volus zu appellieren, Shepard. Elfus. Die Kolonie heißt Elfus. Cerberus will ihre Werften. Und die Bomberflotte? Sie gehört Ihnen, Commander. Na also. Ich werde mit C-Sicherheit über diesen Vorfall sprechen. Ich danke Ihnen sehr. Geh zu Bailey. Hat lange gedauert, bis er endlich geredet hat. Said, was machen Sie denn hier? Später. C-Sicherheit ist unterwegs. Wird nicht erfreut über diese Sauerei sein. Sie finden mich bei den Docks, wenn Sie wollen. Na, mal sehen. Von Said bin alles andere als begeistert, aber momentan brauchen wir jede Waffe, die wir kriegen können. Status erkannt. Einen Moment bitte. Jede Patrone ist wertvoll. Ankunft in Andockbucht E24. Notunterkünfte für Zivilisten. Ist er hier? Jo. Pass auf, die Blue Suns sind auch in der Gegend, also das sehe ich noch erwischen. Was zum Teufel glotzen Sie so? Nichts, gar nichts. Shepard. Dachte, Sie wären mit der Rekrutierung von Armeen für Ihren verdammten Krieg beschäftigt. Ich könnte immer Hilfe brauchen. Das glaube ich. Ich habe Aufnahmen von der Erde gesehen. Ich sag Ihnen was. Ich frage rum, ob noch welche von meinen alten Kontakten da sind. Versprechen kann ich nichts, aber wenn ein paar davon noch atmen, werde ich helfen. Okay.
Interesting. Geht er jetzt weich oder was? Wird er jetzt weich, wo er gesehen hat, was die Reaper drauf haben sollen, was sie können und wie es zugeht. Und dass die Galaxie am Abgrund steht. Ankunft in Andockbucht D24. Haben Sie herausgefunden, wie man ÖLG-Raumschiffe ohne E-Zero-Kern betreibt? Nein, haben wir nicht. So, aber jetzt können wir endlich weg. Cerberus-Wissenschaftler, Asari-Kolonie. Quariana. Wo ist dieser Hades-Cluster? Hades-Gamma? Gibt es da noch mehr? Scheinbar nicht. Dann gehen wir mal hier hin. Schauen wir mal, ob wir hier finden. Signal bestätigt. Treibstoff. Irgendwo gibt's noch was. Ausweichen erfolgreich. Das könnte ja auch woanders sein, ne? 11% also. Hier 9 Dinge zu suchen oder zu entdecken. Ich habe etwas gefunden. Oh oh. Komm, dreh den Money. Hält euch Reaper auf dem Weg. Haben wir es? Spezialeinsatz 7 Zeta. Ich arbeite doch mit Zeta. Reaper Umgang. 100% ausgezeichnet. Signal bestätigt. Bisschen Treibstoff. Gut. Na toll. ÖLG-Sprung erfolgreich. Wir werden dann immer schneller. Wieder dort. Ausweichen erfolgreich. So. Scannen. Schlecht. Puh. Reaper Umgang. Knappe Geschichte. Fast kein Treibstoff mehr. Gibt's hier nichts? Offensichtlich haben wir ÖLG-Sprung erfolgreich. Nichts entdeckt. Nochmal nachzusuchen, nachzusehen. Ich habe etwas gefunden. Credits. Nee, nicht schlecht, ich meine, wir haben jetzt so, glaube ich, 20.000 Credits oder so bekommen. Ausweichen erfolgreich. Aber okay, wir haben ein bisschen über die Hälfte schon erledigt hier. Wir müssen schauen, dass wir sofort abhauen. Reaper Umgang. Okay, dann kümmern wir uns mal um die Cerberus-Wissenschaftler. Schauen, dass wir hier wegkommen.
Das hat auf jeden Fall schon mal sehr geholfen. 20.000 Credits sind immer gut zu haben. Signal bestätigt. Das Problem ist nur, dass wir wenig Treibstoff haben jetzt. Wieder Credits. Na bitte. Dann ist die Black Widow bald unser. ÜLG-Sprung erfolgreich. Nein. Die haben ja keine Tankstelle hier. Schauen wir, ob die eine Tankstelle haben. Schön, dass wir dafür keinen Treibstoff brauchen, für den Rest schon. Aber auch hier gibt es keine Tankstelle, aber ja, ein bisschen Treibstoff, auch wenn noch nicht gerade viel. Heilung. Da unten. Wieder Credits. Na erst, wenn wir nochmal Credits kriegen, können wir gleich zurück und die Black wiederholen. Ausweichen erfolgreich. Ist hier irgendwo noch eine Tankstelle? Na bitte. Gibt's was zu entdecken? Wahrscheinlich nicht. Es sind noch keine Reaper da. Jetzt noch mal wegen Rüstungen schauen. Fische, 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 Fische. Ferner Ricona Blood Dragon. Weniger was ist das neue? Ja, gell. Mehr Schild, aber weniger Generation, viel mehr Kraftschaden und höhere Aufladung, aber viel weniger Waffenschaden. Egal, die nehmen wir. Schau mal, ja. Ich glaube, Kraftschaden ist bei uns eh wichtiger, gerade als Techniker. Auch wenn wir kein Frontkämpfer sind, für die ist es natürlich noch wichtiger. Auf geht's. Harris, natürlich, und nehmen wir James mal. Schade, dass man hier die Panzerung nicht ändern kann. Das finde ich ein bisschen blöd immer. Oh, die ist neu. Ja, und die ist natürlich auch neu. Die hier. Hier was Neues, guten Stabilisator, das passt schon mal. Wir sind eh so, wie wir es brauchen. Du hast die, das ist gut. Mit Durchschlagmod, Damage und bla. So, das Ding hat mächtig Damage. Wiegt aber viel. Was haben wir hier? Schrotflinten-Schredder-Mod. Noch mehr Durchdringung. Oder mehr Präzision, was er aber nicht wirklich braucht. Ja, wobei, vielleicht ist das viel besser. Die Frage, die hier, die Claymore, oder? Die hat deutlich weniger, die hat aber auch weniger Gewicht. Das Ding hier hat auch viel Damage und ist mehr ein Granatwerfer, glaube ich.
wir mal die hier. Mehr Damage. Mehr Präzision. Wobei Präzision hat er eh viel, aber damit ist er noch präziser. Und bei Garrus passt es ja, glaube ich, eh. Ja, ich würde mal sagen, das können wir so lassen. Wow. Panzerbrechende Munition. Erhöht Deckungsdurchschlagskraft oder mehr Damage. Oder sollen wir werfen noch mehr? Erhöht Kraft und Schaden von biotischen Detonationen. Setzt die Aufladezeit zurück, wenn das Ziel bereits mit Biotik angehoben ist. Naja. Erhöht Kraft und Schaden von biotischen Detonationen. Schnelleres Aufladen. Deutlich schnelleres Aufladen. Ja, hier gibt es ja nicht viel. Und du hast natürlich ein bisschen was. Blutbad. Noch mehr Damage. Handlungsunfähig, nehmen sie diesen Bodenschlagen. Hohohoho, das wird gut. Aber hier gibt es noch gar nichts. Gesundheit 650, Schild 650, beides 925 und wir auch gut. Na passt. Ich glaube, so können wir arbeiten. Wie sieht's aus? Wie lange sitzen die Wissenschaftler hier schon fest? Coole Rüstung. Wir haben kaum Infos. Sir, ich empfange Funkverkehr von Cerberus-Männern, die das Depot angreifen. Die Wissenschaftler angreifen? Und so wie es sich anhört, sind noch weitere Soldaten unterwegs. Setzen Sie uns ab und verschwinden Sie. Ich brauche diese Wissenschaftler lebend. Sollte nicht unbedingt verschwinden, sondern hier bleiben, oder? Um sie aufzusammeln. Los. Meldung, Waffen bereit machen, die machen wir platt. Bleibt Entdeckung! Runter mit euch! Runter! Rücken vor! Schnell voran! Ich brauche Jacob! Beeilung! Mach auf die Seite, ich schieße raus. Kein Wunder, dass Cerberus diesen Ort verlassen hat. Es ist eiskalt. Schon gut. Bleiben Sie einfach in Bewegung. Was haben diese Leute getan, um so eine Aktion zu rechtfertigen? Los.
Shepard? Jacob. Jacob? Wie schlimm? Ich werde es überleben. Glaube ich. Hier ist Commander Shepard von der Allianz. Keine Feinde im Augenblick. Öffnen Sie die Tür. Ist Jacob da? Es ist okay, Bryn. Seinen Kampfhunden beschützen. Sind sie weg? Jetzt schon, doch sie kommen wieder. Sind sie okay? Ja, das geht schon. Wenn sie mich nochmal retten, bin ich ihnen langsam was schuldig. Diesmal geht's aufs Haus. Hey, auch schön, sie zu sehen. Aha, da hält sich jemand raus. Shepard, das ist Dr. Bryn Cole. Sie hat hier das Sagen. Was geht hier vor? Sie sollen zu Cerberus gehören. Wir sind Ex-Cerberus, größtenteils Wissenschaftler. Zivilisten? Sagen wir Flüchtlinge. Wären wir nicht weggelaufen, wären wir jetzt tot. Warum will der Unbekannte sie töten? Unsere Geschichten haben in etwa dasselbe Thema. Wir haben mit Daten von der Kollektorenbasis an diversen Komponenten einer höheren Technologie gearbeitet. Sobald jemand mit seiner Komponente fertig war, ist er verschwunden. Keine Leiche. Nur verschwunden. Bei jedem Fortschritt dachten wir würden gegenseitig unsere Todesurteile unterzeichnen. Der Unbekannte spaßt nicht. Was er nicht kontrollieren kann, vernichtet er. Dieser Brain Trust muss ein herber Verlust für ihn sein. War doch klar, dass man sie finden würde. Wir sind eine ziemlich schlaue Gruppe. Wir hatten uns abgesichert. Aber der Unbekannte ist ein beharrlicher Mistkerl. Yes, evakuieren! Ja, ich muss nur die Flugabwehrgeschütze auf dem Dach wieder online kriegen. Cerberus stört sie. Ohne diese Geschütze bläst Cerberus unsere Rettungsshuttles einfach vom Himmel. Könnte am Netzwerklink liegen. Ich check das. Wir treffen uns oben. Jemand sollte sich diese Wunde ansehen, Jacob. Ja, ja. Das wird schon. Na, wirklich. Ich muss nach meinen Leuten sehen, Commander. Kommen Sie rauf, sobald Sie können. Jacob Taylor, hier draußen. Das ist eine Überraschung. Ihr Partner war tapfer. Er würde nicht wollen, dass sie so zusammenbrechen. Er hat recht. Wir bringen sie lebend hier raus. Das verspreche ich. Gut, Freunde, das war es erstmal wieder für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.